Guten Morgen. Ich stehe an der Bushaltestelle und die Autos fahren vorbei, deswegen werden wir ab und zu Geräusche hören. Und da der Bus heute in unregelmäßigen Abständen fährt, wie ich erfahren habe, kann man also damit rechnen, dass man überrascht wird oder auch nicht. Ich werde mal sehen, wie lange ich reden kann, bis er kommt. Jetzt kommt ein Auto. Das Unregelmäßige, das Unperfekte, das hat mit Pluto insofern zu tun, als Pluto, auch eine Seite von Pluto ist der Perfektionismus. Aber perfekt ist eigentlich im Leben gar nichts. Kein Baum ist perfekt, kein Tier ist perfekt, kein Mensch ist perfekt. Wir sind nun mal eben unvollkommen. Wir sind ja nicht im Paradies hier, sondern wir sind auf der Erde. Da kommt schon wieder ein Auto, wir werden gestört. Die beweisen das alle, wie unperfekt es ist. Keine Ruhe, kann man nicht abstellen. Das ist so. Also das heißt, wenn man einen starken Pluto hat, kann ich nur empfehlen, diesen Drang nach Perfektionismus, dem nicht nachzugeben, denn das ist absolut sinnlos. Es bringt nichts, das Leben setzt sich sowieso durch. Das ist so ein bisschen wie Schneewittchen. Das liegt im Sarg und ist wunderschön, aber nun leider scheintot. Also wollen wir doch lieber leben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Überwindet den Pluto im Sinne von Transformation und Loslassen. AnitaFerrarisFunk.de, da kommt der Bus. Tschüss.